Mein Name ist der Michael Huhn. Hier geht es jetzt um den Bereich der digitalen barrierefreien Musikinstrumente und auch der teildigitalen, wie wir hier eines haben, nämlich die Magic Flute. Die kann ich tatsächlich ohne Hände, wenn ich nur noch in der Lage bin, die Kopf- und Nackenmuskulatur zu kontrollieren, Töne spielen durch eine Auf- und Abwärtsbewegung. Hier ist ein Gyroskop eingebaut, das praktisch von einer Nulllinie die Abstände der Intervalle nach unten und nach oben definiert. Hiermit muss ich tatsächlich auch noch richtig real reinpusten. Übrigens ist das Instrument in der Atemtherapie in Holland von Ruud van der Weel entwickelt worden, der als Atemtherapeut ein attraktives Übungsgerät bauen wollte und dann für seine Patienten ein Musikinstrument gebaut hat und damit dann weiterarbeiten konnte. Und das hat so seinen Weg auch in die barrierefreie Schulmusik gefunden. Neben der ersten Komponente hier haben wir dann hier den eigentlichen digitalen Blaswandler, in der MIDI-kompatibel ist, in dem ich verschiedene Skalen, verschiedene Klänge eingestellt habe und auch den kombinieren kann mit anderen Tongeneratoren aus Keyboards beispielsweise. Alle diese Funktionen kann ich manuell steuern, kann sie aber auch von dem Blasgerät aus steuern, wenn ich dazu nicht in der Lage bin, mit den Fingern das einzutippen. Letzte Komponente ist schließlich dann der Schallverstärker, hier eine kleine Aktivmonitorbox. Und damit kann ich dann hier bequem dieses Instrument spielen. Hier geht es jetzt um die rein digitalen Instrumente, die auf einem Tablet als App laufen und auf jedem beliebigen handelsüblichen Tablet funktionieren. Wir haben da zum ersten eine Art Mini-Sampler, den ich Ihnen gerne zeigen möchte, namens Play Button. Da wird im Prinzip ein Signal akustisch aufgenommen. Ein Schüler könnte einem anderen Schüler ein Tonsignal einspielen, analog. Und der kann es dann entsprechend digital abrufen von dem Tablet im Ensemblespiel. Das will ich Ihnen einmal zeigen. Ich drücke hier auf Aufnahme. Und so habe ich das wieder von dem Tablet abrufen können. Und bei der nächsten App handelt es sich um eine Erfindung namens Orpheon, die ganz originell ist, weil sie nicht eine Nachbildung eines analogen Instruments darstellt, sondern eine ganz neue Entwicklung ist mit einer Anordnung von Kreisen verschiedener Größe und Anzahl auf einem Feld. Und alle diese Kreise sind touch-sensitiv und auch berührungsintensiv von der Intensität her. Die letzte App, die ich Ihnen vorstellen möchte, heißt ThumbJam und ist eine sehr entwickelte Instrumental-App, die verschiedene gesampelte Sounds hat von Originalinstrumenten und die eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten hat, Möglichkeiten der Tonbildung, der Klangfarbe, Auswahlen von verschiedenen Skalen aus aller Herren Länder und viele Verstellmöglichkeiten, die, was die Tonart betrifft, die Lage und die Auswahl der Töne pro Spielfeld. Und hier ist zum Beispiel eine elektrische Gitarre simuliert worden und Sie werden merken, dass auch diese Idee des Gyroskops hier in einem digitalen Format sozusagen wieder drin ist, denn wenn ich das Gerät, das Tablet im Raum bewege, verändert sich dann auch der Ton, also wie bei einer richtigen E-Gitarre auch. Thank you.
Hier haben wir nun eine kleine Auswahl an Instrumental-Apps gesehen, die übrigens nicht nur auf dem Tablet, sondern auch auf dem Smartphone laufen. Und diese Apps sind besonders für Förderschüler geeignet, die aus motorischen oder anderen Gründen mit herkömmlichen Instrumenten nicht im Ensemble spielen können. Und übrigens aber auch für alle Schüler im Prinzip sehr attraktiv. Also Inklusion ist in aller Munde, ob Musikunterricht in der Förderschule oder in einer inklusiven Schule oder anderswo. Es kommt immer darauf an, Dinge weiterzuentwickeln und Lösungen zu finden, sodass alle Schüler und Schülerinnen in die Lage versetzt werden, am Musikunterricht teilzunehmen, am aktiven Musizieren. Und das ist das, was wir uns alle wünschen.